So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur heutigen Vorlesung Informatik 2 für Ingenieurwissenschaften. Wir werden uns heute mit dem Thema Hashing beschäftigen. Zur Erinnerung, Hash-Strukturen sind die Grundlagen für die Hash-Map. Und Hash-Set in der Collection Library. Die Hashing ist ein sehr mächtiges Verfahren. Ich will das jetzt erstmal mal kurz erläutern im Vergleich zu Suchbäumen. Und dort insbesondere die AVL-Bäume, die wir letztes Mal kennengelernt haben. Also Hashing hat, das hatte ich schon mal erwähnt, eine Komplexität von O von 1, sowohl beim Einfügen als auch beim Suchen. Also konstante Komplexität. Suchbäume haben eine Komplexität von log n. N ist die Anzahl, ja? Und das, auch das sowohl beim Einfügen und auch beim Suchen. Diese garantierte O von log n, die gilt nur bei AVL-Bäumen. Wenn Sie ganz einfache Suchbäume nehmen, dann können die degenerieren. Das passiert beim AVL-Baum nicht. Der hat garantierte Komplexität von log n. Was bedeutet das intuitiv? Intuitiv bedeutet das, wenn Sie eine Nadel im Heuhaufen suchen, dann ist der Aufwand, den Sie betreiben müssen bei den Suchbäumen, ist proportional, wenn das hier n ist, die Größe des Heuhaufens, dann ist der Aufwand proportional zum Logarithmus von n. Ja? Das ist natürlich deutlich weniger als die Größe des gesamten Heuhaufens, wenn Sie alles durchsuchen müssten. Ja? Ich hatte Ihnen das an dem Beispiel der Telefonnummern erwähnt. Ja, wenn der Heuhaufen jetzt 10 Milliarden Telefonnummern enthält, dann ist der Logarithmus von n, der ist in der Größenordnung von 50 oder so in etwa. Bei den AVL-Bäumen kommt noch ein Faktor 2 dazu, das heißt, Sie haben etwa 100 Vergleiche, um diese Nadel hier in den großen Heuhaufen zu suchen. Beim Hashing muss ich jetzt eine andere Farbe nehmen. Können Sie sich das intuitiv so vorstellen, dass es irrelevant ist, wie groß der Heuhaufen ist. Die Nadel hier in diesen kleinen Heuhaufen zu suchen, dauert genauso lange, wie wenn Sie den riesigen Heuhaufen hier haben. Es ist immer konstante Zeit. Ja? Das ist das Erstaunliche bei den Hash-Verfahren, ja? Dass das irrelevant ist. Ja, unabhängig von n. Von n, also unabhängig von der Größe des Heuhaufens, können Sie hier die Nadel suchen. Wie funktioniert das jetzt im Vergleich zu den Bäumen? Suchen wir das uns nochmal so klar zu machen. Bäume, also Suchbaum. Im Suchbaum gehen Sie immer eine Stufe runter bei der Suche und halbieren damit. An jeder Stelle halbieren Sie den Suchaufwand, ja, weil Sie sich immer nur noch auf einen Teilbaum beschäftigen. Deshalb haben wir hier den logarithmischen Aufwand. Ja, weil Sie immer wieder bei jedem Schritt die Anzahl der Kandidaten halbieren. Hashing können Sie sich so vorstellen, als wenn Sie Daten einfach in einem Array platzieren. Wieder eine andere Farbe. Ja, wenn Sie zum Beispiel Studenten Matrikelnummern verteilen, die durchnummeriert sind von 1, 4 bis
47 zum Beispiel, wenn das die Matrikelnummern wären, ja, dann könnten Sie einfach ein Array nehmen, der Größe, dann nehmen wir hier die 0 auch noch dazu, von 0 bis 47 und können da einfach die Studenten reinlegen. Ja. Hier wäre zum Beispiel die 7, das wäre Bond. Ja, an der Stelle 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da würde dann Bond eingetragen. Ja. Und hier an der Position 0, der Loser zum Beispiel. Ja. Okay, und dann können Sie natürlich anhand der Matrikelnummer die Studenten oder Studierenden jetzt sehr schnell finden. Ja, Sie nehmen einfach die Matrikelnummer und gehen in das Array hinein. Ja. Also bei so dichten Zahlen wäre es ganz einfach möglich, dieses Array zu nehmen. Das funktioniert im Allgemeinen aber nicht mehr. Denken Sie zum Beispiel an unsere Telefonnummern. Ja, unsere Telefonnummern, also eine typische nehmen wir mal die Telefonauskunft. Eine typische Telefonnummer in Deutschland hätte hier die Vorwahl, das Plus können wir auch weglassen, 49 175 607 29 7285. Ja? Das heißt, wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Stellen. Ja? Für eine typische Telefonnummer. Das heißt, es gibt hier 10 hoch 15 mögliche Telefonnummern. Da können wir jetzt nicht einfach ein Array nehmen und von 0 bis 10 hoch 15 gehen. Ja? Das wäre viel zu groß. Ja? Denn es gibt ja nur 10 hoch 10 Telefonnummern. Telefonnummern besetzt oder vergeben. Ja? Das heißt, dieses Array hätte große Löcher. Ja? Wäre eine große Platzverschwendung, wenn wir da so ein Array nehmen. Was machen wir anstatt dessen? Stattdessen nehmen wir ein Array, das in etwa so groß ist wie die Anzahl der Telefonnummern, die es hier gibt. Nehmen wir also 10 hoch 10, vielleicht ein bisschen mehr, 1.2 mal 10 hoch 10. Ja? Also das Array muss etwas größer sein. Und wenn wir jetzt so eine Telefonnummer hier haben, dann kommt die nicht an die Position 49. Also muss ich mal gucken, was für eine Zahl das ist. 49. Also die kommt nicht hier an diese Position 49 Trillionen oder so, sondern wir wenden dort eine Funktion drauf an. Eine Hash-Funktion. Eine Hash-Funktion. Und dann kommt die Telefonnummer hier hin. Wenn das hier die Position zum Beispiel 13 wäre, ja. Also die Hash-Funktion bildet jetzt die großen, langen Telefonnummern ab auf Indexpositionen in diesem Array, in dieser Hash-Tabelle, so nennen wir das. Und dann kommt hier dann die Telefonnummer rein. Wenn das die Telefonnummer von Kemper ist, rufen Sie die nicht an, das ist nicht meine, wollen die Leute hier nicht behelligen, ja. Und dann käme hier diese Telefonnummer rein oder dieser Name rein an diese Position 13. Und wenn Sie jetzt die Rückwärtssuche zum Beispiel machen, auf Ihrem Display wird diese Telefonnummer angezeigt, dann wenden Sie auf diese Telefonnummer die Hash-Funktion an und gehen an diese Position, um dort den Eintrag zu finden. Ja? Das ist jetzt idealisiert gezeichnet. Das Problem mit dieser Hash-Funktion ist, dass die leider nicht einzigartig vergeben wird. Hier. Hier kann es zu Kollisionen kommen. Bedeutet, dass mehrere Telefonnummern auch auf die gleiche Indexposition abgebildet werden können. Ja? Ich möchte Ihnen das nochmal an einem anschaulichen Beispiel erläutern.
Also das ist das große Problem beim Hashing, Kollisionen. Ich möchte Ihnen das am Beispiel des Geburtstagsparadoxons kurz erläutern. Sie kennen das aus dem Kindergarten oder aus der Schule. Wir haben hier ein Array von 0 bis 365 oder 364. Egal. Und dort bilden Sie jetzt mit einer Hash-Funktion über das Geburtsdatum der Kinder in einer Klasse H von Geburtsdatum. Ja, nehmen wir nicht das Geburtsdatum, sondern Name. Sorry. Oh, jetzt habe ich es gelöscht. Muss ich nochmal zeichnen, sorry. Also, ein Array von 0 bis 300, machen wir es jetzt korrekt, 364, ist ja 365 Tage. Ja. Und jetzt bilden Sie, also jetzt nehmen wir an, wir wollen Kinder im Kindergarten mit gemäß ihres Namens dort platzieren. Das heißt, Sie wenden eine Hash-Funktion an auf Name. Und diese Hash-Funktion gibt Ihnen einen Wert, eine Array-Position hier. In diesem Falle wäre das vielleicht 277. Ja. Und dort käme dann der Name rein. Ja. Also nehmen wir hier tatsächlich mal einen Namen Kevin. Das heißt, wir würden hier Kevin einsortieren an die Position 277. H von Max käme vielleicht hier hin, an diese Position. Das heißt, Max würde hier landen, an der Position 2. Ja? Und H von Marie geht noch alles gut. Marie käme vielleicht hier hin, an die 364, je nachdem, welche Hash-Funktion man verwendet. Aber jetzt kommt Anna. Und das kennen Sie aus dem Kindergarten, H von Anna. Er gibt jetzt wieder diesen Wert hier, 277. Ja? Und das nennen wir eine Kollision, weil die Hash-Funktion von Kevin und von Anna den gleichen Indexwert ergibt. Also deshalb nennen wir das eine Kollision. Und Anna findet jetzt hier keinen Platz mehr. Und Anna muss irgendwo anders untergebracht werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das hier passiert, das kennen Sie aus dem Kindergarten, ist sehr groß. Sobald Sie hier etwa, ich glaube, 15 oder so Kinder drin hätten, also 15 bis 20, nehmen wir an, 20 Kinder hier abbilden, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision, Wahrscheinlichkeit von Kollision ist schon fast 1 oder geht gegen 1. Ja? Das heißt, selbst bei diesem Array, das sehr, sehr dünn besetzt ist, nehmen wir an, da kämen nur 20 Leute rein, ja, bei 364 Positionen oder 365, ja, ist die Wahrscheinlichkeit schon fast 1, dass aber eine Kollision auftritt. Und das muss man behandeln. Und das nennen wir die Kollisionsbehandlung. Und das ist das Schwierige bei den Hash-Strukturen. Kollisionsbehandlung. Das ist auf den nächsten Folien jetzt dargelegt. Ja, schauen wir uns das an. Die einfachste Möglichkeit ist, mit Verkettung zu arbeiten. Bezogen auf unser Beispiel hier, würde man einfach hingehen und einen zusätzlichen Platz schaffen für Anna. Und Anna würde einfach verkettet von dieser, also wir würden hier an jeder Stelle einen möglichen Zeiger hinter Platz lassen. Und hier bei Kevin wäre dieser Zeiger jetzt gesetzt auf einen zusätzlichen Speicherbereich, wo Anna unterkommen kann. Ja, das ist die Verkettung. Das ist hier jetzt für zum Beispiel Matrikelnummern oder dergleichen gezeigt, nicht mehr für Namen. Und wir nehmen hier jetzt ein Array mit
13 Positionen, durchnummeriert von 0 bis 12. Ja, also 13. Und als Hash-Funktion nehmen wir hier die Modulo-Funktion. Das ist einfach die Restfunktion, die wir aus der Schule Mathematik kennen. Ja? 41 modulo 13 ist 2. Warum? Weil 41 durch 13 ist 3, Rest 2. Ja? Also 41 geteilt durch 13 ist gleich 3, Rest 2. Ja? Der Rest ist der interessante Teil. Ja, damit bilden wir automatisch mit dieser Modulo-Funktion diese Matrikelnummern, wenn das Matrikelnummern sind, ja, idealisierte Matrikelnummern, ab auf die Indexpositionen in dem Array von 0 bis 12. Ja, also die 41 kommt hier rein, passt, 18 kommt hier rein, passt auch, aber jetzt kommt schon gleich die 44. 44 geteilt durch 13 ist 3, Rest 5. Ja, also noch einmal, 44 geteilt durch 13 ist 3, Rest 5. Und das ist das gleiche wie 18 durch Modulo 13. 18 durch 13 ist nämlich 1, Rest 5. Und hier haben wir also eine Kollision an dieser Stelle. Und die Kollision wird aufgelöst oder behandelt, indem wir hier einfach einen zusätzlichen Zeiger einfügen auf die 44, die dann an einem anderen Ort abgespeichert ist. Jetzt geht es weiter mit 32, das passt. 59 passt auch. 73 passt. 22 passt auch. Jetzt kommt die 31. 31 modulo 13 ist wieder 5. Das heißt, Sie sehen, was jetzt passiert. Die 31 kollidiert hier mit der 18. Wir verfolgen diese Zeiger und würden jetzt einen neuen Platz nochmal etwas neu allokieren. Also einen Speicherbereich für die 31, die dann hierher kommt. Ja. Das muss man natürlich dann auch bei der Suche durchführen. Wenn Sie also jetzt eine Suche haben, das ist in blau, Suche 31, ja, dann wendet man darauf die Hash-Funktion an. H von 31 ist 31 mod 13 und das ist gleich 5, ja. Also 31 durch 13 ist 2, Rest 5. Ja? Also mit der 5 geht man hier rein bei der Suche und findet hier die 18. Da darf man aber nicht aufhören. Man muss diese Kette jetzt bis zum Ende verfolgen. Bei 44 darf ich auch noch nicht aufhören. Erst bei 31. Ja, und dort finde ich dann. Das heißt, wir haben aber hier durch diese Kollisionen haben wir jetzt nicht mehr nur einen Zugriff, sondern in diesem Falle sogar drei. Und das tritt natürlich leider auch bei erfolglosen Suchen auf. Ja? Nehmen wir mal eine andere Matrikelnummer, Suche. Das nehmen wir jetzt 13, 26. 4 mal 13 ist 40, 52, 57. Ja, Suche 57. 57 durch 13 ist 4. Rest 5. Ja, das heißt, wir würden jetzt mit der 5 auch hier reingehen bei der Suche. Die 18 ist es nicht, müssen aber weitergehen. Die 44 ist es auch nicht. Und die 31
ist es auch nicht, sodass wir hier eine erfolglose Suche haben. Aber erfolglose Suche heißt in diesem Falle, wir müssen bis zum Ende der Kette gehen, um dann festzustellen, dass da nichts mehr kommt. Ja, andere Suchen sind sehr, sehr viel schneller. Also wenn wir zum Beispiel 16 suchen, ja, machen wir das noch als Beispiel, hier in Orange, Suche 16, 16 mod 13 ist 3, mit der 3 gehen wir in das Array, kommen hier an eine leere Position und wissen dann gleich erfolglos. Diese Nummer ist nicht vergeben. Ja? Das Gleiche gilt natürlich auch für erfolgreiche Suchen, die auf genau eine Position im Array treffen. Also wenn wir die 32 zum Beispiel suchen, dann geht das sehr schnell. Suche 32, also 32 mod 13 ist 6. Mit der 6 gehen wir hier rein und finden gleich auf Anhieb diesen Eintrag hier. Ja? Also, das Problem beim Hashing ist, ich lösche das jetzt mal, damit es übersichtlicher wird. Das Problem beim Hashing ist tatsächlich jetzt, die richtige Größe hier zu finden. Also die Größe, die muss man statisch festlegen. Sorry. Größe statisch. Und zwar ist es so, wenn Sie hier n Elemente haben, also wenn Sie n Elemente haben, dann sollte man als Hash-Tabellengröße in der Größenordnung von 1,2 mal n Buckets. Diese Position nennen wir auch Buckets oder Indexpositionen. Ja? 1,2 mal n Buckets allokieren. Und es gibt noch eine Nebenbedingung, damit die Modulo-Berechnung gut funktioniert, hat es sich bewährt, hier eine Primzahl zu nehmen. Nämlich hier dann P minus 1 Positionen, P als Primzahl. Und dann nehmen wir am besten die Primzahl, die gerade noch größer ist als 1,2 mal n. Also knapp größer als 1,2 mal n oder um den Dreh herum. Ja, so eine Primzahl sollte man nehmen, damit diese Hash-Funktion, diese Modulo-Hash-Funktion, die Daten sehr gut streut. Man sollte nämlich versuchen, eine uniforme Streuung der Daten zu erreichen, damit die Hash-Tabelle überall einigermaßen gleich belegt ist. Weil sonst gibt es hier eine sogenannte Schieflage, die dazu führen kann, dass hier lange, also das Schlimmste, was passieren kann, sind hier solche langen Überlaufketten. Die muss man vermeiden. Und wenn jetzt doch mehr Daten hinzukommen, wenn das N jetzt stark wächst und die Hash-Tabelle übervoll wird, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als eine neue Hash-Tabelle zu kreieren. Also das markiere ich hier nochmal, was man dann machen muss. Also nehmen wir an, wir haben jetzt hier eine Hash-Tabelle dieser Größe von 0 bis P minus 1. Also P-Positionen sind es dann und die läuft über. Also der Belegungsfaktor, also jetzt kommen zu viele Daten hier rein, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die Hash-Tabelle zu vergrößern. Und zwar würde das die Kollektionsbibliothek von Java etwa so machen, dass sie hier Q-1 Daten nimmt und Q-1 ist etwas größer als 1,3 mal P-1. Ja?
Also dieses 1,3, das kennen wir ja jetzt, das ist, wäre dann der sozusagen der Reproduktionsfaktor für die Hashtabellen. Das ist also dann exponentielles Wachstum. Das ist auch notwendig hier, weil sie kopieren ja alles rüber dann. Kopieren, ja. Und dann aber natürlich mit der neuen Hash-Funktion, mit Modulo Q. Ja, wenn Sie vorher Modulo P genommen haben als Hash-Funktion, dann muss man jetzt Modulo Q nehmen und alles rüber kopieren. Das kommt dann an anderen Positionen wieder ran. Also der kommt vielleicht hier hin, der hier hin und so weiter. Ja? Das ist ja eine ganz andere Hash-Funktion, die man dann anwendet. Wichtig ist tatsächlich, dass wenn Sie nach und nach einfügen, dass man hier exponentielles Wachstum hat, damit der Aufwand für das Einfügen, der durchschnittliche Aufwand, dass der konstant bleibt. Wenn man da nämlich immer nur, was weiß ich, 20 Positionen dazu packt, also die Hash-Tabelle nur um 20 Indexpositionen erweitert, dann hätte man auf einmal nicht mehr konstanten Aufwand beim Einfügen, sondern irgendwann linearen Aufwand. Ja? Okay, das ist die einfachste Kollisionsbehandlung, die man sich vorstellen kann, hat aber den Nachteil, dass wir hier bei der Verkettung neue Speicherplätze allokieren müssen, neuen Speicherplatz. Ja? Dadurch wächst es dann. Es gibt eine andere Möglichkeit. Dass wir eine Hash-Tabelle verwenden und sobald eine Kollision, also hier ist es gezeigt, das nennen wir Linear Probing. Ja, diese Linear Probing oder lineares, ja, und das nennen wir auch geschlossenes Hashing, weil alles innerhalb dieser einen Hash-Tabelle stattfindet. Ja, wir wenden wieder die gleiche Hash-Funktion an. 41 Punkt hierhin, die 18 kommt nach hierhin. Und jetzt bei der ersten Kollision, die jetzt stattfindet, beim Einfügen von der 44, wird die 44 nicht in einen separaten Speicherbereich einsortiert, sondern sie kommt in der Hash-Tabelle an die nächste Position. Ja, Sie sehen aber, was jetzt passiert. Das passiert jetzt so ein Schneeballeffekt. Ja? Das ist jetzt die 32, auch wieder eine Kollision verursacht, und zwar mit der 44. Und die 32 ist dann jetzt nicht mehr an ihrem eigentlichen Heimatort, sondern eins weiter geschoben worden. Und kaskadierend passiert das jetzt immer weiter. Ja? Die 59 kommt auch eins tiefer, die 73 hätte eigentlich hierhin gehört, wo die 59 jetzt ist, die 73 kommt nach hierhin und jetzt kommt die 22, wird auch eins verschoben nach unten und jetzt kommt die 31 und die wird jetzt ganz weit nach unten durchgereicht, ja, dahin, alles belegt. Kein Platz. Und jetzt erst findet man hier einen Platz. Ja, und Sie sehen also, katastrophal wäre jetzt die Suche nach der 31. Ja, wenn Sie jetzt Suche 31 durchführen auf in dieser Konfiguration, dann kriegen wir 31 mod 13 ist 5. Das heißt, wir gehen hier hin. Können aber hier nicht aufhören zu suchen, sondern bei diesem Linear Probing oder linearem Sondieren müssen wir so lange nach unten gehen, bis wir entweder den Suchschlüssel gefunden haben, was hier der Fall ist. Ja, da haben wir also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vergleiche, bis wir die 31 gefunden haben. Ja, oder bei einer erfolglosen Suche ist es so, dass wir so weit nach unten gehen müssen, bis wir an einem leeren Feld angekommen sind. Also machen wir mal eine erfolglose Suche. Suche nach, was hatten wir eben, die
Moment, welche Zahl hatten wir? 32. Zu übersichtlich geist, sollte ich das nochmal wieder löschen. Jetzt nehmen wir also mal die Suche nach 57. 57 befindet sich nicht in dieser Hash-Tabelle. Ja? Das heißt, wir bilden 57 modulo 13. Also 57 geteilt durch 13 ist 4 Rest 5. Mit der 5 gehen wir hier rein, gehen an diese Position. Hier ist die 57 nicht. Wir müssen aber jetzt weiter nach unten gehen. Es könnte ja eine Kollision gegeben haben. Wir müssen immer weiter nach unten gehen, immer weiter nach unten gehen, weiter nach unten, weiter nach unten, weiter nach unten und noch eins weiter. Und hier finden wir ein leeres Feld. Und jetzt wissen wir an dieser Stelle erfolglos. Erst hier. Ja? Die aufmerksamen Zuhörer werden sich gefragt haben, was passiert denn, wenn da auch was belegt ist. Nehmen wir an, hier stünde auch irgendeine Zahl drin. Irgendetwas, was ich mir jetzt nicht ausdenken kann. Dann muss man hier Round Robin wieder nach oben gehen und von da aus weitergehen. Ja? Also bei dem linearen Sondieren oder Probing muss man auch noch mal zirkulär gehen. Ja? Man kann nicht immer nur nach unten gehen, sondern zirkulär oben wieder anfangen. Ja? Bis man ein freies Feld gefunden hat. Sie sehen also, dass dieses Linear Probing sehr verletzlich ist, hinsichtlich, vulnerabel ist, hinsichtlich einer Überbelegung der Hash-Tabelle. Also wenn Sie lineares Probing verwenden, dann sollte die Hash-Tabelle immer relativ groß sein. Das geht nur bei großen, also wenn Sie eine dicht besetzte Hash-Tabelle hier hätten, so wie es hier gezeigt ist, dann wird Linear Probing scheitern, weil die Ketten dann viel zu lang werden. Bevor die Frage gestellt wird, die Sie aber jetzt hier in dem Video ja ohnehin nicht stellen können, deshalb stelle ich sie, wie löscht man? Ja, das war vorher ganz einfach. Wenn Sie hier etwas löschen wollen, nehmen wir an, lösche 44, oder lösche 44, dann wird es einfach hier gelöscht und der Zeiger wird umgehängt. Oder lösche 59, dann können wir das einfach hier löschen. Ja, das geht bei dieser Verkettungsmethode sehr einfach. Wie ist es aber bei Linear Probing, bei dieser Art von Tabelle. Wenn wir hier die 32 löschen, zum Beispiel, lösche 32, ja, dann können wir nicht einfach hier die 32 entfernen. Warum nicht? Weil dann die Suche zum Beispiel nach 59, na, nicht die Suche nach 59, aber die Suche nach 4 und 4, nach, ja, nehmen wir das von vorhin. Also wenn wir das hier löschen, und jetzt die Suche von 57 durchführen. Ja? Suche 55. Na, 57 war es. Suche 57. Ja, das war, wir würden an diese Position springen mit der 5. Ja? 57 modulo 13 ist 5. Wir würden hier runterlaufen. Hier würden wir ein freies Feld finden und sagen, erfolglos. Ja gut, das wäre in diesem Falle sogar korrekt. Aber wenn wir, deshalb machen wir jetzt noch ein anderes, Suche 44, Suche 31. 31 hat auch die 5. Wir würden hier, das sollte ich jetzt in einer anderen Farbe zeigen, wir würden jetzt hier mit der 5 reingehen und irrtümlicherweise an diesem leeren Feld konstatieren, die 31 gibt es nicht. Das geht aber nicht. Wir müssen nämlich hier weitergehen, 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 weitergehen und die 31 findet sich ja hier. Das heißt, löschen
geht bei diesem Verfahren nur, indem ich hier einen sogenannten Grabstein hinsetze. Der Grabstein sagt aus, dieses Feld ist frei. Ich darf es jetzt bald wieder belegen, wenn da jemand sinnvoll reinpasst. Ja, entweder direkt oder im Zuge der Kollisionsauflösung. Ich darf es neu belegen, aber ich darf es nicht als Abbruchkriterium bei der Suche verwenden, sondern ich muss über dieses Feld, dieses Grabsteinfeld hinweggehen bei der Suche. Denn sonst würde ich Daten, die weiter wegen der Kollision, die weiter nach unten gelandet sind, überspringen oder übersehen. Gut, das ist Linear Probing. Anstatt das Linear Probing hat den Nachteil, dass man hier solche Cluster bildet. Ja? Cluster, die bilden sich einmal und werden dann nicht mehr aufgelöst. Deshalb gibt es in der Praxis ein besseres Verfahren, das basiert darauf, dass ich doppelt hashe. Ja, wenn etwas genau passt, dann platziere ich es. Die 18 platziere ich auch. Und wenn jetzt die 44 hier kollidiert mit der 18, dann gehe ich nicht einen Schritt nach unten, sondern ich wende nochmal eine neue Hash-Funktion an. Eine Hash-Funktion H2, hier unten gezeigt. Die Hash-Funktion H2 nimmt als oder ist definiert als 8 minus k modulo 8 und da kriege ich dann diese Position, die 9, die 8 minus 44 modulo 8 ist 4. Das ist jetzt nicht eine Position, sondern die addiere ich drauf. Ja, ich addiere die drauf und so weiter. Gleiche mache ich jetzt hier. Bei der 32, da passt alles noch. 59 passt. 73 passt. 22 passt. Und die 31 jetzt wiederum. Sie sehen also im Vergleich zum linearen Sondieren sind hier fast alle Daten an ihrem originären Speicherplatz. Nur die 31, die passt nicht. Die würde eigentlich nach hier, die kommt dann nach hier hin. Ja? Die 44 hier an der Stelle hatte ja auch etwas belegt, was für die 22 notwendig ist und die 22 wird deshalb auch hierhin verschoben. Ja? Okay, das ist die die Kollisionsbehandlung mit Double Hashing als Kollisionsbehandlung. Hier haben wir also schon deutlich mehr Daten an ihrem originären Speicherort, ja? Nämlich die 41, die 18, die 32, die 59, die 73, gut, da hapert es, da die 44 gehörte eigentlich nicht dahin, ja, und die 22 ist hier auch deplatziert worden, ja, also hier haben wir drei Daten außer der Reihe, von denen aber zwei sowieso eine Kollision schon mit der H1-Hash-Funktion verursacht haben. Also von den unschuldigen Opfern ist nur eines deplatziert worden, nämlich die 22. 22 hat da eigentlich keine Kollision verursacht, ja, sehen wir nämlich hier bei dem Überlaufverfahren. Ja, 22 hat keine Überlaufkette. Also diese beiden, 44 und 31, die müssen sowieso umplatziert werden. Aber beim linearen Proben war es so, dass viele andere auch verschoben wurden, ja, obwohl sie eigentlich unschuldig waren. Sie hatten keine Kollision verursacht. Ja. Wohingegen hier beim doppelten Hashing diese Anzahl deutlich reduziert ist. Okay, so viel zum Hashing. Behalten Sie das mal intuitiv im Gedächtnis, dass Hashing immer dann sinnvoll ist, das sollte ich jetzt noch einmal betonen. Hashing ist ein super Verfahren, das sich aber nur bei Punktanfragen eignet. Ja, keine Bereichsanfragen.
Warum nicht? Ja, das sehen wir ja hier. Die Daten sind nicht in irgendeiner Ordnungserhaltung hier drin. Die sind wild gewürfelt hier drin. Ja? Die 41 kommt weit vor der 22, weit vor der 18 und so weiter. Die 73 ist hier zwischen 22 und 41 platziert. Ja? Deshalb Bereichsanfragen sind da nicht möglich. Wohingegen bei den Bäumen sind Bereichsanfragen möglich. Oder Range Queries nennen wir sie auch. Ja? Und kosten da auch nur O von log n. Leider kosten dort die Punktanfragen auch logarithmischen Aufwand. Wohingegen hier beim Hashing kosten Punktanfragen konstanten Aufwand. Ja, das war das Beispiel oder die Intuition mit dem Heuhaufen. Egal wie groß der Heuhaufen ist, beim Hashing dauert die Suche nach der Nadel immer gleich lang. Gleich lange. Solange man dafür sorgt, dass die Überlaufketten oder die Kollisionsketten nicht zu lang werden. Ja? Gut, das war's zu den Kollektionstypen und wir machen jetzt gleich weiter mit Datenbankeinführung. Vielen Dank. Wir sind jetzt beim zweiten Teil dieser Vorlesung Informatik für Ingenieurwissenschaften angekommen. Das Thema des zweiten Teils sind die Datenbanksysteme. Diese Vorlesung orientiert sich an meinem Buch gleichen Titels, Datenbanksysteme, eine Einführung. Und es gibt dazu auch eine Website, die Sie über unseren Lehrstuhl-Webserver finden. Der ist hier unten angegeben. Rufen wir ihn mal auf. Und dort gibt es dann auch einen direkten Verweis, Verlinkung auf das Lehrbuch. Das ist der derzeitige Einband dieses Lehrbuches. Wir werden hier den ersten Teil dieses Lehrbuchs, vielleicht so die ersten 7, 8 Kapitel behandeln. Es hat insgesamt, glaube ich, 20 Kapitel mittlerweile. Da gibt es auch Folien dazu, aber Herr van Beenen wird Ihnen das sicherlich auch über die Webseite dieser Vorlesung zur Verfügung stellen. Gut, weiter mit den Folien. Da ist auch eigentlich alles drin enthalten. Das Lehrbuch, falls Sie es sich kaufen wollen. Ja, das gibt es natürlich auch in vielen Exemplaren in der Lehrbuchsammlung hier an der TU München. Falls Sie es sich kaufen wollen oder schenken lassen wollen, weil Sie glauben, dass Sie später in der Informatik arbeiten werden oder zumindest als Datenbankadministratoren tätig sind, dann sollten Sie darauf achten, dass Sie die 10. Auflage, das ist die neueste Auflage, bekommen. Die ist im Inhalt, das ist eine systematische und ausführliche Einführung in den Datenbankentwurf, in die Nutzung von Datenbanksystemen mittels der Anfragesprache SQL. Es veranschaulicht die Diskussion durch Beispiele und so weiter. Das ist leider nicht ganz billig, 50 Euro. Und Sie sehen aber, für 50 Euro kriegen Sie natürlich auch sehr viel Inhalt geboten, nämlich mittlerweile schon 880 Seiten. Da habe ich hier anekdotisch mal geschrieben, Sie sollten schnell studieren, weil es immer länger wird. Ich arbeite derzeit an der 11. Auflage, die wird sicherlich nochmal wachsen. Okay, dazu gibt es auch ein Übungsbuch. Da können Sie sich informieren über die Lösung der Aufgaben, die Sie im Lehrbuch finden. Ich empfehle aber, die Aufgaben erstmal selber zu machen, bevor Sie sich dann im Übungsbuch anschauen, welche Lösungsvorschläge wir dazu haben. Ja? Also Datenbanksysteme und insbesondere auch relationale Anfragesprachen, die wir hier behandeln, lernt man nicht durch Lesen, sondern durch Hands-on Experience, also durch Erfahrung. Sie müssen es selber üben. Okay, Motivation für den Einsatz eines Datenbankverwaltungssystems. Ich weiß gar nicht, ob ich heute überhaupt den Einsatz von Datenbanken noch großartig motivieren muss. Wir leben nämlich heute in der sogenannten Big Data Ära. Ja, alles basiert auf Daten. Das ganze Machine Learning, wird häufig mittlerweile gleichgesetzt mit der künstlichen Intelligenz, basiert auf Big Data. Ja, man lernt aus Daten, man lernt Muster, man lernt Zusammenhänge aus großen Datenmengen. Und diese großen Datenmengen müssen verwaltet werden.
Für Sie als Ingenieure ist vielleicht dieser neue Slogan besonders einprägsam. Data is the new oil. Ja, soll heißen, früher hat Öl die Weltwirtschaft getrieben. Heute ist es nicht mehr Öl, sondern die Digitalisierung und insbesondere auch die Big Data Anwendungen. Okay, aber Big Data ist nicht gleich zu setzen unbedingt mit Datenbanksystemanwendung. Ja, viele Big Data Anwendungen basieren auf einfachen Dateisystemen. Jetzt sollte ich deshalb motivieren, warum Sie ein Datenbankverwaltungssystem verwenden sollten, um Ihre Daten zu verwalten, Ihre betrieblichen Informationsbestände. Ja? Und wenn Sie es nicht machen, dann würden diese typischen Probleme auftreten, wenn Sie ohne ein Datenbanksystem arbeiten. Sie haben Redundanz und Inkonsistenz. Das sehen Sie allein schon, wenn Sie Ihr Telefonbuch auf Ihrem Handy aufschlagen im Vergleich zum Festnetz. Wenn die nicht systematisch synchronisiert werden, haben Sie da eine Inkonsistenz drin. Ja, weil Redundanz führt immer zu Inkonsistenzen. Sie haben beschränkte Zugriffsmöglichkeiten, wenn Sie Daten vielfältig in Dateisystemen verwalten. Wenn Sie im Datenbanksystem die Daten verwalten, haben Sie natürlich allumfassende Zugriffsmöglichkeiten und Sie können Daten vernetzen. Das hat natürlich auch Nachteile hinsichtlich der Datenschutzproblematik. Das muss man natürlich auch sehen. Ja? Also Sie können Profilabgleiche machen und so weiter. Dann Probleme beim Mehrbenutzerbetrieb. Das ist vielen von Ihnen schon mal passiert. Sie arbeiten an Ihrem PC. Ja, und haben hier vielleicht gemeinsam eine Datei. Ja. Hier ist eine Datei, die laden Sie sich hier rauf und arbeiten daran. Ein anderer Kollege, Kollegin lädt sich, arbeitet an diesem PC, lädt sich die gleiche Datei hier runter. Sie ändern hier was. Der ändert hier was, Sie schreiben es zurück und der Kollege oder die Kollegin schreibt es auch zurück, hat dann seine Änderung oder ihre Änderung hier, aber ihre sind auf einmal verloren gegangen durch das Zurückschreiben. Ja, das hier ist weg. Ja, also verlorene Änderungen oder Inkonsistenzen, die durch unkontrollierten Mehrbenutzerbetrieb stattfinden. Ja. Datenbanksysteme vermeiden, verhindern so etwas. Verlust von Daten. Wer hat noch nie von Daten verloren? Ja, Sie alle sind natürlich gebrannte Kinder sozusagen und sorgen dafür, dass Sie Ihre Home-Verzeichnisse immer schön sichern. Das ist ja heute mit den Cloud-Systemen auch keine Kunst mehr, kontinuierlich Datensicherung zu machen. Trotzdem verliert man ab und zu Daten. Und Datenbanksysteme garantieren Ihnen, dass Daten nie verloren gehen. Allerdings nur dann, wenn Sie sie vernünftig administrieren. Und das lernen Sie natürlich in dieser Vorlesung. Dafür zu sorgen, dass ein Datenverlust niemals auftreten kann. Egal, was passiert. Dann Integritätsverletzungen. Da gibt es vielfältige falsche Postleitzahlen, die Sie im Adressverzeichnis verwalten, zum Beispiel, auf einmal eine sechsstellige Postleitzahl oder dergleichen, falsche Matrikelnummern oder andere, wenn Sie an TUM Online denken, das ist unser Standardbeispiel hier, da könnten Sie Integritätsverletzungen der Gestalt haben, dass jemand eine bestandene Prüfung nochmal durchführt. Ja, das ist nach unserer Prüfungsordnung verboten oder nicht möglich. Einmal bestanden ist immer bestanden und das wäre eine Integritätsverletzung. Dann die Sicherheitsproblematik. Ja, wenn Sie Dateien überall rumliegen haben, öffnen Sie natürlich Tür und Tor für Hacker, die darauf zugreifen. Datenbanksysteme haben Mechanismen, um sich davor zu schützen, insbesondere kryptografische Verfahren, um den Zugriff auf die Daten zum Beispiel zu verschlüsseln. Aber mittlerweile gibt es auch Datenbanksysteme, die die Daten im Speicherzustand verschlüsselt ablegen.
Das weitergehende Problem sind die hohen Entwicklungskosten. Wenn Sie kein Datenbanksystem verwenden, müssen Sie alles selber bauen, Dateiformate festlegen, die pflegen und so weiter. Datenbanksysteme machen das natürlich deutlich einfacher. Ja, also gibt es vielfältige Motivationen, ein Datenbanksystem einzusetzen. Und das ist mittlerweile auch Standardpraxis in der Industrie. Gut, kommen wir jetzt also zum Einsatz eines Datenbanksystems. Da gibt es verschiedene Abstraktionsebenen, die wir unterscheiden. Das ist einmal die physische Ebene. Das sind die Festplatten, Formate oder mittlerweile verwendet man oft Flash-Speicher oder SSDs und so weiter. Ja, da geht es aber dann auch um Indexstrukturen, Indexe, also Suchbäume kommen hier zum Einsatz und Hash-Verfahren, die wir gerade gelernt haben. Ja, also das ist auf dieser Ebene gegeben. Dann haben wir die logische Ebene, die abstrahiert von der physischen Ebene. Ja? Auf der logischen Ebene haben wir es mit wohldefinierten Objekten, Datenobjekten zu tun, zum Beispiel mit Instanzen, Klassen und Instanzen dieser Klassen. Ja? So kann man sich vorstellen, obwohl wir im relationalen Modell, was wir hier behandeln werden, haben wir nicht die Klassen, sondern da haben wir Relationen oder Tables. Und in den Relationen gibt es Tupel. Ja? Und darauf aufbauend gibt es dann nochmal die logische Datenunabhängigkeit. Ja? Also hier die physische Datenunabhängigkeit, die sagt, wir können hier Änderungen vornehmen, ohne dass das hier sichtbar ist. Also wenn Sie hier Sachen ändern, was weiß ich, von einer Festplatte umschwenken auf ein SSD-Speicherformat, um leistungsfähiger zu sein, oder von einem diskbasierten Datenbanksystem zu einem hauptspeicherbasierten Datenbanksystem umschwenken, dann ist das hier auf dieser Ebene nicht mehr sichtbar. Ja, und die logische Datenunabhängigkeit, die setzt jetzt voraus oder verlangt, dass wir auch hier noch Änderungen durchführen können und die Sichten der Benutzer, dass die Benutzer davor geschützt werden sozusagen. Die haben ihre eigene Sicht auf die Daten und sehen jetzt diese logische Ebene nicht mehr, sondern eine adaptierte, personalisierte Sicht für bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen. Ja, das wäre die logische Datenunabhängigkeit, die hier so eine Demarkationslinie einzieht. Ja, das ist so ähnlich wie das Verkapselungs- oder Geheimnisprinzip bei der Java-Programmierung, wo Sie eine wohldefinierte Benutzerschnittstelle haben und die eigentliche Implementierung aber trotzdem variieren können, ohne dass die anderen Programmmodule davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Okay, um das Ganze jetzt ein bisschen zu konkretisieren, wollen wir jetzt uns schon mal mit Datenmodellierung beschäftigen und Ihnen zeigen, wie denn jetzt der Einsatz eines Datenbanksystems abläuft. Also es ist so ähnlich wie der systematische Softwareentwurf mit UML, den wir jetzt schon kennengelernt haben. Also um ein Datenbanksystem einsetzen zu können, brauchen Sie eine realistische Vorstellung, was Sie automatisieren wollen. Also Sie brauchen einen Ausschnitt der realen Welt, aber nicht die gesamte reale Welt, die können Sie nicht modellieren, sondern eine Mini-Welt. Ja? Und die muss festgelegt werden und daraus ermitteln Sie dann ein konzeptuelles Schema. Wir werden hier, weil wir es schon eingeführt haben, UML verwenden. Viele Datenbankentwickler verwenden ein Entity-Relationship-Schema, das ist ähnlich zu UML, ist sogar der Vorläufer von UML. UML hat da Anleihen oder ja, genommen oder hat es geklaut, wie auch immer. Und wenn Sie dann ein UML-Schema dieser realen Mini-Welt erstellt haben, dann können Sie semi-automatisch daraus ein relationales Schema generieren. So ähnlich wie Sie auch semi-automatisch ein Java-Objektmodell generieren können aus dem UML-Modell.
Ja, wir werden uns hier vornehmlich mit relationaler Datenmodellierung beschäftigen, weil 99% aller Datenbanksysteme, die Sie heute im Einsatz haben, basieren auf dem relationalen Modell. Und das hier haben Sie ja schon gelernt, das können wir abhaken, das die objektorientierte Programmierung oder Softwareentwicklung mit Java, die Sie aus dem UML-Schema generieren. Was Sie aber bislang nie gelernt haben, ist, wie Sie Daten persistent, dauerhaft abspeichern. Ja, Sie denken, Sie zurückdenken an Ihr Java-Universitätsmodell, das war dann vollständig im Hauptspeicher. Ja, wenn dann das System abstürzt wegen Stromausfall oder dergleichen, dann haben Sie keine dauerhafte Speicherung. Ja, das heißt, das ist Sinn oder der Zweck des Einsatzes eines Datenbanksystems, für die Dauerhaftigkeit und Konsistenz dieser Daten zu sorgen, ja, und sie zu schützen. Okay, versuchen wir das mal zu konkretisieren. Denken wir mal an eine Beispielanwendung, zum Beispiel TUM Online. Ja, wir werden hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt daraus modellieren. Also denken wir uns mal, wir wollen modellieren, dass Studenten Vorlesungen hören, die von Professoren gehalten werden. Das wäre dann die reale Mini-Welt. Ja? Professoren halten die Vorlesungen, Studenten hören sie und lassen sie vielleicht auch prüfen. Ja? Das heißt, wir haben hier dann den Ausschnitt des UML-Schemas oder Modells, das Sie schon erstellt haben, das wir schon zugrunde gelegt haben. Wir haben hier die Studenten, wir haben hier die Vorlesungen. Vorlesungen haben Voraussetzungen. Vorlesungen werden gehalten von Professoren. Das ist hier nicht mal mehr drin. Ja? Also Studenten hören diese Vorlesungen. Also der vollständige Teil dieser Mini-Welt ist hier abgedeckt, ja, in Gelb. Ja? Die Studenten hören die Vorlesungen, Vorlesungen haben Voraussetzungen, Vorlesungen werden gehalten von Professoren, also gelesen von Professoren, mitsamt den Multiplizitätsangaben hier. Die sind jetzt wichtig. Also diese Multiplizitätsangaben, die sind extrem wichtig für den Datenbankentwurf, damit der korrekt ist. Ja? Deshalb sollten Sie das nochmal wiederholen, weil das spielt hier eine entscheidende Rolle. Okay, das wäre also ein relevanter Ausschnitt und jetzt können wir uns schon mal anschauen, wie das im relationalen Modell modelliert wird. Ich hatte Ihnen schon gesagt, relationales Modell ist das Modell, was heutzutage hauptsächlich verwendet wird in der Praxis. Alle kommerziellen Datenbanksysteme, die einen großen Marktanteil haben, verwenden das relationale Modell. Beispiele hierfür sind Oracle, haben Sie sicherlich schon mal gehört. Oder der Gründer ist Larry Ellison, eine illustre Persönlichkeit, DB2 von IBM oder von Microsoft SQL Server. Das sind die großen kommerziellen, mittlerweile aber auch SAP HANA. Das sind die kommerziellen Systeme. Jetzt mal, ich schreibe vielleicht noch ein paar oder zwei, drei Open-Source-Systeme dazu, das ist MySQL, das verwenden viele Webprogrammierer und PostgreSQL. Wenn Sie selber ein Datenbanksystem installieren wollen auf Ihrem Rechner, dann würde ich sagen, Sie nehmen eines der grünen kommerziellen Systeme, die haben auch akademische Lizenzen, die Ihnen die Installation kostenlos ermöglichen, oder Sie nehmen PostgreSQL. Und es gibt auch noch SQLite. Das ist ein Datenbanksystem, das insbesondere auf Handys oder so zum Einsatz kommt, zum Beispiel Ihre Adressverwaltung im iPhone oder auch im Android-Handy verwendet SQLite als Datenbanksystem. Das sind alles relationale. Und jetzt sollte ich noch eins erwähnen, dass Sie bei uns verwenden können, und das ist unsere eigene Entwicklung, die heißt Hyper. Das ist leider kein, was heißt leider, das ist kein Open-Source-System. Wir haben das entwickelt und dann eine Spin-Off-Firma gegründet. Diese Spin-Off-Firma wurde an die Firma Tableau verkauft und Tableau wurde in der Zwischenzeit von Salesforce übernommen. Und
Aber wir haben eine akademische Lizenz behalten und diese akademische Lizenz, die können Sie über eine Webschnittstelle bei uns verwenden, um da selber die Fingerfertigkeit in der relationalen Anfragesprache SQL zu trainieren. Ja? Okay, jetzt genug geredet. Schauen wir uns an, wie das relationale Modell funktioniert. Ja, dann nehmen wir mal diesen Ausschnitt. Studenten hören Vorlesungen. Ja, wie wird diese Assoziation zusammen mit den Daten oder den Objekten, die durch die Klassen Studenten und Vorlesungen modelliert werden, im relationalen Modell repräsentiert? Also Studenten werden ganz normal als Tabelle, was heißt ganz normal? Das sehen Sie ja jetzt zum ersten Mal möglicherweise. Wie Sie es aus Excel kennen, Excel zum Beispiel, das verwendet fast jeder von Ihnen. Excel ist so ein bisschen so ein abgekupfertes relationales Modell. Nur ist es bei Excel so, dass Sie nur in der Regel mit einer ta großen Tabelle arbeiten. Im relationalen Modell arbeiten Sie mit einer Vielzahl von solchen Tabellen. Die nennen wir Relation. Also das hier ist eine Relation. Das hier auch. Warum das Relation heißt, oder im Englischen heißt es Table. Können es auch Tabelle nennen, aber das ist wenig wissenschaftlich. Im Deutschen hat sich der Begriff Relation eingebürgert. Ein Eintrag hier nennt man entweder im Englischen Row oder wir nennen es Tuppel. Ja, weil es zur Relation passt, wie Sie in der Schule gelernt haben. Okay, also da wird der Student Fichte mit der Matrikelnummer 26120 modelliert. Hier wird die Vorlesung 5001 modelliert. Und das ist dann auch natürlich ein Row oder ein Tuppel in der Relation Vorlesungen. Und der Zusammenhang, dass jetzt zum Beispiel Fichte die Vorlesung, machen wir das in Blau, das Fichte, also hier gibt es dann ein Identifikationsattribut, oder das können auch mehrere sein, das nennen wir Schlüssel. Ja, das Fichte die Vorlesung Glaube und Wissen. Fichte hört die Vorlesung Glaube und Wissen, das wird durch hier eine andere Relation modelliert, nämlich, und in dieser Relation stehen keine Referenzen. Ja, sorry, das war falsch. Wollte ich wieder wegradieren. Also in dieser Relation stehen keine Referenzen, sondern Werte. Das relationale Modell ist rein werteorientiert. Das heißt, hier wird der Identifikator aus Studenten genommen und der Identifikator aus Vorlesungen. Das ist hier 5001, ja, und da wird der Zusammenhang hergestellt. Das heißt, dieser grüne Eintrag hier, na, Entschuldigung, der blaue Eintrag hier, der repräsentiert Fichte hört Grundzüge. Aber indirekt durch Werte. Das sind reine Werte, ja, das ist wertebasiert, ja. Das ist die ganze Quintessenz des relationalen Modells. Und wenn man jetzt Sachen herausfinden will, dann verwendet man eine Anfragesprache. Dann muss ich das hier wieder löschen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel herausfinden wollen, welche Studenten hören Grundzüge, ja, dann kann man das hier in der Anfragesprache, die heißt SQL, die wird ein Schwerpunkt dieser Vorlesung sein, so formulieren. Select Name from Studenten hören Vorlesungen. Wer Studenten Punkt Matrikelnummer, ich nehme das jetzt für das Beispiel Fichte, ja, wer Studenten Punkt Matrikelnummer, das wäre diese hier, gleich hören Punkt Matrikelnummer, das wäre diese hier, ja, da wird dieser Zusammenhang hergestellt. And hören Punkt Vorlesungsnummer, sollte ich eine andere Farbe nehmen, ja, hören Punkt Vorlesungsnummer, das wäre diese hier beispielhaft. Gleich der Vorlesung von Vorlesungsnummer. Das wäre diese hier. Ja. Da wird also dieser Zusammenhang hergestellt und es wird verlangt, dass
Der Titel der Vorlesung Grundzüge ist. Das wäre also diese Bedingung hier. Und dann wird von dieser Kombination hier wird der Name dann ausgegeben. Das wäre in diesem Falle Fichte. Aber es wird nicht nur Fichte ausgegeben, sondern es werden auch alle anderen Namen ausgegeben, für die dieser Zusammenhang zutrifft. Nämlich, dass sie die Grundzüge hören. Ja? Also beispielhaft habe ich hier die Ermittlung des einen Studenten Fichte gezeigt, aber die Anfrage ist mengenorientiert und die ermittelt Ihnen gleich alle Studenten, die die Grundzüge-Vorlesung hören. Also diese Anfragesprache nennt man SQL und neben der Anfragesprache SQL gibt es auch noch die Datenmanipulationssprache. Sie können also hier auch Updates durchführen. Zum Beispiel könnten wir die Vorlesung Grundzüge umbenennen in Grundzüge der Logik. Ja, dann, und zwar nennen wir die, sagen wir, die Vorlesung mit dem Identifikator 5001, die wird umbenannt in Grundzüge der Logik. Ja? Sie können auch massenhaft Daten updaten. Also wenn Sie zum Beispiel bei einer Firma arbeiten und es gab eine Lohnerhöhung von 2%, können Sie die Gehälter aller Angestellten auf einen Schlag erhöhen, die möglicherweise auch bestimmte Jobkriterien erfüllen. Ja? Also das ist das Grundprinzip der relationalen Anfrage und relationalen Datenmanipulationssprachen. Neben der Datenmanipulation gibt es natürlich auch die Schema-Definitionssprache, die wir hier noch kennenlernen werden, mit der Sie überhaupt diese Tabellen, also diese Relationen, anlegen können. Okay, hier ist nochmal, sind die verschiedenen Ansichten. Aber bevor ich das mache, sollte ich vielleicht doch nochmal Ihnen zeigen, dass Sie über unsere Homepage können Sie, also entweder von dieser Seite aus oder Sie gehen zu unserer Startseite und von da aus können Sie zu unserem selbstentwickelten Datenbanksystem Hyper kommen. Das ist hier oben eingetragen. Wenn ich darauf klicke, dann ruft das die Webseite hyper-db.de auf und ja, da sind dann unsere Forschungsergebnisse auch dargelegt. Aber da gibt es für Sie interessanterweise diese Web-Interface-Seite, mit der Sie selber herum experimentieren können. Und als Datenbank, als eine der Datenbanken ist da schon diese Uni-Datenbank hinterlegt, wo es um Professoren, Studenten, Hören geht, Prüfen und so weiter. Ja, und da können Sie dann selber Ihre Fingerfertigkeit trainieren. Könnten jetzt mal diese Anfrage, die wir gerade hier formuliert haben, die könnte ich hier mal kurz eintippen. Select Name from Studenten, Komma, Hören. Wir haben hier keine Umlaute bei den Namen, sondern bei den Relationsnamen, sondern das müssen Sie dann mit OE schreiben oder bei Prüfen mit UE. Und Vorlesungen, where Studenten, Groß- und Kleinschreibung ist hier nicht, ist egal, Punkt Matrikelnummer gleich, Hören, Punkt Matrikelnummer and, oh, der Punkt darf da nicht hin, and Hören, Punkt Vorlesungsnummer gleich Vorlesungen, Punkt Vollnummer und jetzt hat man noch and Vorlesungen, Punkt Titel gleich, jetzt brauchen wir hier den, wo finde ich das hier, da nicht. Suchen wir es damit, ne, das geht nicht, das auch nicht. Mit meinem iPad tue ich mich ein bisschen schwer hier bei den Sonderzeichen.
Hier nochmal. Nein, das ist auch nicht. Versuchen wir es hier mit. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Grundzüge. So. Query. Ja, Grundzüge kennt er nicht. Dann machen wir einfach eine andere Anfrage. Muss man es auf meinem iPad erst suchen, diese Sonderzeichen. So oft verwende ich das nicht, um SQL-Anfragen einzutippen, wie Sie sehen. Machen wir eine andere Anfrage, wo ich die Zuordnung, damit Sie auch gleich sehen. Hier beschränken wir uns nicht auf die Grundzüge, sondern wir nehmen hier den Namen der Studenten und den Titel der Vorlesung. Ich könnte das hier auch noch etwas genauer hinschreiben, nicht Studenten, sondern Vorlesungen. Also machen wir hier Studenten.name und Vorlesungen.titel. Dann kriegen wir Paare von Zuordnungen. Punkt Titel. Ja, kriegen wir hier Paare von Zuordnungen. Also hier sehen wir zum Beispiel diesen einen Eintrag. Fichte hört Grundzüge, Schopenhauer hört auch Grundzüge. Schopenhauer hört auch Logik und so weiter, ja. Weil ich hier jetzt nicht die Einschränkung auf die Grundzüge-Vorlesung gemacht habe, sondern die habe ich ja nicht hinbekommen, ja. Habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und Ihnen hier eine etwas allgemeinere Anfrage gezeigt, bei der jetzt all die Zuordnungen sind. Es geht hier noch weiter, ja. Also hier sind alle Zuordnungen gezeigt. Alles, was Fichte zum Beispiel hört, alles, was Schopenhauer hört und so weiter, ja. Okay. Das sind die Grundzüge der relationalen Anfrage, Sprache SQL, und damit kommen wir dann jetzt zur abschließenden Folie dieser Motivationsübersicht, ja, also eine Architekturübersicht für eines Datenbanksystems. Ein Datenbanksystem hat verschiedene Benutzerklassen. Sie gehören hier wahrscheinlich später mal dazu, zu den Datenbankadministratoren. Jeder oder jede, die mal eine Datenbankvorlesung gehört hat, wird dann leicht mal zu einem Datenbankadministrator gemacht. Ja, da haben Sie dann entsprechende Verwaltungswerkzeuge, mit denen Sie sicherstellen müssen, dass Daten niemals verloren gehen, dass die Mehrbenutzersynchronisation korrekt funktioniert. Dann gibt es aber auch die naiven Benutzer. Das sind Sie nicht. Naive Benutzer kriegen vorgefertigte Anwendungen. Naive Benutzer ist nichts Despektierliches. Das sind Chefärzte, Universitätsprofessoren oder Universitätspräsidenten, Kanzler und so weiter, die die Datenbanksysteme nutzen, um daraus betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zum Beispiel zu ersehen. Wie steigen die Studentenzahlen, wie sind die Prüfungsergebnisse und so weiter. Dann gibt es die fortschrittlichen Benutzer, das sind Sie auch. Die können interaktive Anfragen formulieren, um Daten zu analysieren. Datenexploration, das sind die heute sogenannten Data Scientists. Ja? Sehr gesuchte Leute, die damit umgehen können. Dann gibt es die Anwendungsprogrammierer, das sind diejenigen, die die Schnittstellen für die naiven Benutzer bauen. Ja? Das könnten Sie auch sein, Anwendungsprogrammierung in Java mit Zugriff auf Datenbanksysteme werden wir hier noch behandeln. Ja. Da gibt es spezielle Interfaces, um die Daten aus dem Datenbanksystem zu holen, um sie dann in Java weiter zu verarbeiten. Ja, und dann gibt es hier unten gibt's die eigentliche Hardware mit Indexstrukturen, die Datenbasis, das Datenwörterbuch. Da steht drin, was überhaupt hier im Datenbanksystem verfügbar ist. Und die Logdateien, die sind dazu da, um sicherzustellen, dass niemals Daten verloren gehen. Ja, die schützen einen vor Datenverlust. Okay, und dann sind es die verschiedenen Komponenten, die dann SQL übersetzen in ausführbare Pläne oder die Datendefinitionssprache übersetzen, um dann entsprechende Relationen anzulegen. Da gibt es dann die große Daten, mehr Benutzersynchronisationsmodule, die aber im Verborgenen arbeiten. Sie müssen nur wissen, wie es geht und wie Sie die Datenbanksysteme richtig einstellen.
Gut, das war's dann schon für heute. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wo wir uns dann systematisch mit dem Entwurf eines relationalen Datenmodells beschäftigen werden, aus einem UML-Schema.